Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über das Leben nach dem Tod? Ja, schon so ein bisschen, aber noch nicht so richtig tief. Und was denkst du so? Himmel oder Hölle? In dem Fall, ich bete zu den nordischen Göttern. Du betest zu den nordischen Göttern. Zu welchem spezifisch? Ja, Wotan. Wotan. Vor ein paar Tagen traf ich drei Jungs, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Sepp, Danny und Antonio. Danny war ein selbsterklärter Heide, der als Heimkind eine sehr krasse Vergangenheit hatte. Aber da wird er gleich noch selbst was zu sagen. Sepp war ein super netter Kerl und mixte ein bisschen Hinduismus und Bibel zusammen. Antonio war nochmal ganz anders, aber vielleicht fangen wir einfach direkt mit ihm an. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über das Leben nach dem Tod? Bisschen, ja. Okay. Und was denkst du so? Mir macht es immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, darüber nachzudenken irgendwie. Weil ich Warum? Mir nicht sicher bin, was danach wirklich ist. Okay. Was denkst du, was kommt? Weiß ich eben nicht genau. Himmel oder Hölle? Himmel oder Hölle? Wow, okay. Vielleicht Himmel und Hölle, weiß ich nicht genau, aber... Glaubst du, dass es was mehr gibt als nur hier den Materialismus? Ja, definitiv. Und was gibt's da? Naja, das Ziel aller Dinge, einfach sich selbst im Klaren zu sein, sich selbst. Was denkst du, wo gehst du hin? Das weiß nur Gott. Das weiß nur Gott, okay. Könnte es sein, dass Gott uns das mitgeteilt hat, wie man in den Himmel kommt und wie man in die Hölle kommt? Zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, was sagt die Bibel, wie kommt man in den Himmel? Also ich finde insgesamt das Wichtigste von der Bibel ist Nächstenliebe, also dass man einfach jeden so behandelt, wie man selber behandelt auch werden will. Also einfach freundlich zu jedem, wenn jemand Hilfe braucht, hilft einfach. Okay, und glaubst du, wir machen das? Ich glaube, die meisten Leute probieren es, aber viele kriegen es auch noch nicht richtig hin. Also heißt, er hilft ein bisschen nach, schuft ein bisschen die Leute in den richtigen Weg. Manchmal auf brachiale Art und Weise, aber letzten Endes hat es ja auch was zu, ja, tut es den Menschen ja auch gut am Ende. Okay, das geht so ein bisschen Richtung... Was soll ich sagen, dass man versucht, den Menschen irgendwie zu verbessern? Genau, genau. Ja, definitiv. Und was ist das Problem, was wir haben als Menschen? Dass wir nicht wissen, für was wir da sind auf der Welt, finde ich so. Also, und dass wir uns auch eben, wie gesagt, wir versuchen uns zu helfen, wir kriegen es aber noch nicht richtig auf die Reihe. Und wenn man gerade auch in die Welt guckt, ist es ein bisschen schwierig, überall, wo man eigentlich hinguckt. Also. Naja, Heimkind gewesen in frühem Alter und dann mit einem Alter von 16 Jahren aus dem Heim abgehauen und seitdem ja, auf der Straße. Okay, krass. Es ist ein toughes Leben, oder? Man gewöhnt sich dran. Vielleicht ein bisschen intim die Frage, aber wie ist dein Verhältnis zum Vater? Ja, ich kenne ihn nicht. Ah, okay. Ich habe auch in früheren Zeiten versucht, des Öfteren mal Kontakt mit ihm aufzunehmen. Da kam halt nie was zurück. Das einzige Mal, wo er sich jetzt bei mir gemeldet hat, ist, dass er gemerkt hat, dass er Geld bekommen könnte. Also. Okay, und glaubst du, wir machen das? Ich glaube, die meisten Leute probieren es, aber viele kriegen es auch noch nicht richtig hin. Okay, und was ist die Lösung in der Bibel dafür? Das weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht genau. Kein Problem, kein Problem. Die Gebote einfach verfolgt einfach. Also nicht töten. Einfach nicht lügen, sowas halt. Okay, okay, cool. Dann lass uns das mal vielleicht gerade testen. Ich finde es mega interessant. Hast du schon mal gelogen in deinem Leben? Ja. Okay, und wie nennt man jemanden, der gelogen hat? Lügner. Okay, so, jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft. Ja. Pass auf, weil wir werden jetzt erstmal ganz kurz uns vor diese Gebote stellen, ja. Und wenn wir in diesen Spiegel schauen, das ist nicht immer so ganz so schön, ja. Also zum Beispiel ein Gebot heißt, du sollst nicht stehlen. Und die Frage ist einfach die, hast du schon mal gestohlen in deinem Leben? Ja. Ja, ich auch. Und das ist so, jetzt kommt die krassere Sache noch. Wie nennt man jemanden, der gestohlen hat? Ein Dieb. Ein Dieb, ja. Das ist eine sehr, sehr krasse Erkenntnis, ja. Hast du schon mal gestohlen? Nein, wirklich nicht. Hast du noch nie irgendwas weggenommen? So, jetzt sagen wir auch so, was gedownloadet im Internet, was man eigentlich jetzt nicht einem direkt gehört oder irgendwelche Bilder genommen? Doch, Musik illegal runtergeladen, das schon. Okay, also wir haben eine Rechnung, die gegen uns stand. Ja, sagen wir mal, diese Rechnung, vergleich die mal mit einem weißen T-Shirt. Wir haben ein weißes T-Shirt bekommen, ja. Und wir haben völlig das besudelt mit Dreck. No. Ja? Okay. Wir haben das völlig gestohlen, ja, was wir, jeder Einzelne hier, ja, ist ein Lügner, jeder Einzelne ist ein Dieb, guck dich um, jeder. Ja?
Aber ja, nicht natürlich. Also das ist eine ziemlich krasse Geschichte, ja, dass das der Fall ist. Wir könnten ja auch anders sein. Ja, du siehst, ich will ein bisschen darauf hinaus, dass man einfach mal versteht, wer wir eigentlich vor Gott sind. Weil Gott, weißt du, wir sagen schnell so, jeder hat mal gelogen, ja, aber wir verstehen nicht die Implikation, nämlich, dass es etwas aus uns macht, ja. Du würdest niemanden, der gestohlen hat und der gelogen hat, würdest du niemals in deiner Firma aufnehmen. Ja. Weißt du, du würdest sagen, also hier Lügner und Diebe, die können irgendwo in Rehabilitation gehen, aber die nehmen wir hier nicht in der Firma auf. Was glaubst du, was Gott macht? Glaubst du, er wird einen Dieb, einen Lügner mit in den Himmel nehmen? Natürlich wird er denjenigen richten, natürlich. Aber wenn man um Vergebung bittet, dann denke ich, dass es möglich ist, auch in Gottes Reich zu gelangen. Dass man eben Schlechtes machen kann und eben trotzdem ein guter Mensch sein kann. Wir haben gerade gesehen, dass du sagst, du bist ein Lügner, du bist ein Dieb. Ja? Das sind 1 Million und du könntest die nehmen. Ja, und du würdest damit wegkommen, ohne dass das jemals jemand wissen wird. Wirst du sie nehmen? Wahrscheinlich schon, ja. Du bist ehrlich, sehr gut. Ja, ich auch, ja. Das ist genau. Nur die Sache ist halt die, du willst auf keinen Fall in einem Himmel sein, wo potenziell ein Dieb ist, wo potenziell ein Lügner ist. Das ist nicht mehr der Himmel, weißt du? Also die perfekte Welt wäre für mich eine Welt, in der es keine Gesetze geben muss, weil der Mensch allgemein schon so schaltet, dass er nicht tötet, dass er nicht stiehlt. Amen, genau, ich verstehe das hundertprozentig, was du sagst. Der Himmel ist da, wo Gott ist und da ist alles rein und da ist alles gut. Deswegen möchte Gott den Himmel in Perfektion haben. Und das sagt die Bibel auch, Gott ist heilig, ja, er ist so heilig, dass wenn du und ich den jetzt sehen würden, wir würden niederfallen, wie das auch war bei den Personen, die etwas, ein bisschen was gesehen haben von seiner Herrlichkeit, die wie tot hingefallen sind, ja, so heilig ist er. Und die gute Nachricht, also bis jetzt war die schlechte Nachricht, ja. Die schlechte Nachricht ist, dass du auf keinen Fall und ich auf keinen Fall als Dieb und Lügner in die Gegenwart Gottes kommen können. Ja. Was ist jetzt die gute Nachricht? Was würdest du sagen? Was sagt die Bibel in der Bibel? Ich würde sagen, dass man sich immer noch verbessern kann, dass man eben probiert, sich Gott hinzugeben, dass man das machen könnte, dass man einfach probiert, anderen Leuten zu helfen, ein besserer Mensch sein, dass man eben probiert, wie man auch sagt, quasi sein Karma wieder auf die richtige Seite zu bringen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Karma, welchem Bibelbuch finden wir das? In welchem Vers? In keinem, soweit ich weiß. Das ist Hinduismus, soweit ich weiß. Okay. Ja. Ja. Genau, das ist, jegliche Religion sagt im Endeffekt, dass du dich verbessern kannst. Ja. Ja? Aber das Christentum sagt was ganz, ganz anderes. Das Christentum sagt im Endeffekt, du musst perfekt sein. Ja. Okay, stell dir vor, du bist vor einem Richter und du sagst, ja, ich habe die Person umgebracht, aber ich bitte um Vergebung. Was wird der Richter sagen? Reue ist es einfach. Also man sagt doch so, glaube ich, wenn man irgendwie eine Strafe begangen hat und man bereut es, dass man irgendwie eine Minderung da bekommt. Man bekommt vielleicht eine Minderung, wenn man bestimmte Sachen zugibt. Ja, das stimmt schon. Aber wenn der Richter gerecht ist, dann wird er das schon bestrafen müssen, oder? Natürlich. Bestraft Gott Sünden? Ja. Das heißt, um bei Gott, in Gottes Gegenwart zu sein, musst du perfekt sein. Aber es gibt einen Weg dahin. Und der Weg ist viel besser, als dass du dich verbesserst. Weil verbessern ist so, stell dir vor, du hast ein weißes Kleid bekommen, ja, im Garten Eden. Ja, Gott hat uns geschaffen und wir waren unschuldig und so weiter. Und wir haben dieses Kleid einfach besudelt. Es ist komplett voll Dreck. Aber Gott möchte Perfektion und er hat einen Weg gefunden, dass wir perfekt werden können. Dass das T-Shirt nicht einfach dreckig bleibt, ja, sondern dass dieses T-Shirt weiß. Ja, aber wir können das nicht. Und was die Religion uns vorschlagen, ist so, hey, nimm mal ein bisschen Persil, nimm mal ein bisschen was das wegmachen kann und fang mal an zu schrubben. Aber du weißt, wie es ist, wenn du ein weißes T-Shirt hast. Es wird nicht wieder perfekt, ganz genau. Was Gott gemacht hat, ist, er hat uns ein komplett neues T-Shirt gegeben. Aber dafür musst du halt das alte T-Shirt, das musst du halt aufgeben. Gott möchte dir nicht das beste Shampoo geben, sondern er gibt dir ein komplett neues T-Shirt. Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen und hat gesagt, pass auf, ich nehme das alte T-Shirt und ich bezahle dafür. Und als er gestorben ist, weißt du, was er gesagt hat ganz am Ende? Nee, tatsächlich nicht. Er hat gesagt, tetelestai, das ist griechisch und das heißt, es ist bezahlt. Ah, okay. Die Rechnung ist bezahlt. Weißt du, was Gott gemacht hat als Lösung, um das zu machen, um dir ein neues Hemd zu geben? Und da würde ich jetzt Jesus in die Runde werfen. Sehr gut. Ja. Was Jesus gemacht hat, ist im Endeffekt, du und ich, wir haben das Gesetz Gottes gebrochen. Und dadurch waren wir schuldig vor Gott und konnten niemals in seine Gegenwart kommen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, das ist das Bibelwort. Ja. Wir kommen da nicht hin zu seiner. Ja. Aber dann steht es und werden umsonst gerechtfertigt, ja, durch Jesus Christus, durch seinen Tod. Warum ist das so? Das ist so, wie wenn du eine Rechnung offen hast
Und Jesus kommt an und sagt, ich werde diese Rechnung begleichen. Als er gestorben ist am Kreuz, weißt du, was die letzten Worte waren, was er geschrien hat? Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und das ist im Griechischen, heißt es tetelestai, das bedeutet, es ist bezahlt, heißt das. Das hast du bei einer Rechnung unten drunter geschrieben, tetelestai ist bezahlt. Er hat gesagt, es ist bezahlt. Das ist genau die Rechnung, die wir jetzt gerade gesehen haben, die das Gesetz geöffnet hatte, ja, wo das Gesetz gesagt hat, und das musst du bezahlen. Ja. Und Jesus Christus hat es bezahlt, aber er hat noch viel mehr gemacht. Es geht nicht nur darum, dass er bezahlt hat, weil wenn du jetzt wieder, du kriegst ein weißes Hemd in einer Woche, ist es wieder voll Dreck. Du wirst wieder, wenn du mal in eine Notlage kommst, wirst du dann eine Notlüge machen. Ja? Wenn du eine schöne Frau siehst, wirst du nachher gucken, wirst du denken, wäre ganz schön und so weiter. Ja? Und zack, ist das Ding wieder komplett dreckig. Was wir also brauchen, ist einen komplett neuen Motor. Wir müssen nicht nur die Beulen aus dem Auto raushauen. Ja? Wir brauchen einen ganz neuen Motor, ein ganz neues Auto. Und das hat Gott gegeben, indem er diese, wenn er sagt im Endeffekt, wenn du an ihn glaubst, ja? Das heißt, du gehst weg von dir selbst, zu sagen, du sagst, ich hab's verbockt und ich werde das nie packen. Ja? Und ich nehme an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dann sagt Gott, dann gebe ich euch den Heiligen Geist. Ja? Dann gebe ich meinen Geist, wie ich bin, den gebe ich in euch rein und mache aus euch eine ganz, ganz neue Sache. Ja, 2. Korinther 5 kann ich dir zitieren. Ja, wenn jemand in Christus ist, das heißt, ich lege mein ganzes Vertrauen in ihn. Ja, ich sehe ihn nicht nur einfach so als ein Rabbi, als so ein Meister, der da rumgelaufen ist, weißt du, und wo ich den nachahmen will. Nee, ich gebe mich komplett auf. Ja, ich sage ihm, Herr, das Gesetz sagt mir einfach, ich soll nicht stehlen. In meinem Gewissen sage ich auch, stimmt, das sollte man nicht. Ja. Ich mach's aber. Ja, ich merke, dass diese Sünde in mir drin ist. Du bist für meine Sünden, für meine Sünde bist du am Kreuz gestorben. Ja, und ich bitte dich, ja, dass du mich einfach aufnimmst. Dann sagt das, wer in Christus ist, da ist eine Schöpfung, alles ist neu. Ja? Das ist im Endeffekt, was Gott uns in der Bibel anbietet. Das heißt, aus dir etwas ganz Neues zu machen. Ja. Alles, was wir machen müssen, ja, ist zu ihm hinzukommen und das Alte aufzugeben. Ja. Das alte T-Shirt abzulegen. Er sagt, ich gebe dir ein neues T-Shirt, aber eine Sache musst du machen. Du musst das T-Shirt ausziehen. Ja. Macht das Sinn? Ja. Und diese Rechnung ist jetzt bezahlt, ja, von Gott, aber die Sache ist halt die, du musst es halt annehmen. Genau. Weißt du? Man muss es halt annehmen. Man kann sich einfach sagen, und die meisten Menschen, ja, und da bist du ja schon über den Schritt hinaus, ja, die meisten sagen, hey, ich bin ein guter Mensch. Ja, da sind wir schon. Nein, das bin ich nicht. Genau deswegen ist ja Jesus Christus für uns gestorben, damit du und ich, damit wir aufhören zu stehlen und zu lügen. Okay. Aber dafür brauchen wir halt ein neues Herz. Verstehst du? Wir brauchen ein neues T-Shirt. Ja. Und Gott sagt uns, ich will euch meinen Geist geben. Aber er kann uns diesen Geist nur geben, ja, wenn wir rein sind. Und dafür musste Jesus Christus sterben, am Kreuz, weißt du? Ja, aber das ist ja, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, also ich kann das auch voll verstehen und ich finde es auch gut, wenn jemand dazu findet und das Ganze auch annehmen kann. Aber für mich wäre das halt, für mich hört sich das halt so an, als hätte man mir die Freiheit gegeben, mich gegen die Freiheit zu entscheiden. Du glaubst halt, dass die Freiheit ist, weißt du, dass man das tun kann, was man will. Aber Nein, das glaube ich eben nicht. Das ist ja eben das, was ich gerade gesagt habe. Das ist genauso wie die Anarchie jetzt als Staatsreform. Viele sehen das so, dass Anarchie dann bedeutet, ja, ich darf alles tun. Ich darf töten, ich darf rauben. Nein, so ist das nicht. Anarchie. Was ist dann Freiheit für dich? Die Anarchie bedeutet also als Staatsreform eigentlich nur, dass kein Gesetzbuch oder sowas vorhanden ist. Also dass es lediglich keine Gesetze gibt. An welche Gesetze halten wir uns dann? Einfach an Humangesetze. Aber das Problem ist ja, der Mensch ist ja ein Lügner und ein Dieb. Ja. Naja, aber was macht ihn denn zu sowas? Das ist ja nicht von Haus aus. Das ist der Mensch. Doch, das ist. Ja, doch, wir sind halt. Die Bibel sagt. Aus solchen Sachen getrieben. Das ist ja immer aus einem Grund. Natürlich gibt es Menschen, die machen das auch krankheitsbedingt. Oder sowas. Nee, das, die Sache ist halt die, du musst einem Kind halt nicht beibringen, zu lügen und zu stehlen. Das macht jedes Kind automatisch. Egal, wo die groß werden, egal, auf der ganzen Welt. Ja, plötzlich, wenn die merken, was gut und böse ist, fangen die an, sich zu entscheiden, immer wieder mal das Böse zu machen. Hm. Das ist, weißt du, die Bibel, Gott sagt uns halt, wie wir wirklich geschaffen worden sind. Das Ding macht halt wirklich Sinn. Ja, das ist nicht eine Sache, die einfach nur, weißt du, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern man merkt einfach, ja, das stimmt, das ist genau so sind wir geschaffen worden. Hast du das nicht schon öfters mal gehabt, dass du dir gesagt hast, ich will es wirklich nicht mehr machen und hast immer wieder gemacht? Ja. Okay, du bist sehr ehrlich, ich finde es sehr gut, ja. Du bist, genau, und deswegen brauchen wir einen neuen Geist.
Ja, und das ist, was Gott uns versprochen hat, dass er uns gesagt hat, ich werde euch, meinen Geist werde ich in euch füllen. Und das ist im Endeffekt die gute Botschaft. Das ist das Evangelium, ja. Die Sache ist halt nur die, ja, will man das annehmen? Ich würde sagen, ich würde tatsächlich sogar dankend ablehnen. Weil, wie gesagt, ich weiß, dass meine Götter existieren. Ich will auch gar nicht in Frage stellen, ob Gott existiert. Das ist sehr gut möglich. Halte ich sogar für sehr, sehr möglich, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich akzeptiere, dass er da ist, aber... wie gesagt, das soll jetzt nicht gotteslästernd wirken, aber es ist mir egal. Ja, okay, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Augenblick in deinem Leben, wo du merken wirst, hey, ich brauche wirklich Gott, meine Götter, weißt du, mein Wutan und so weiter, der kann jetzt nicht mehr. Ja, weil eins kann ich dir sagen, bei deinen Göttern wirst du sehr, sehr viel finden, aber eins wirst du nicht finden, Erfüllung. Du wirst immer mehr noch machen müssen. Die werden dir immer sagen, ja, das ist gut, aber jetzt noch einen kleinen Schritt. Ja, aber was du suchst, ist wirkliche Erfüllung. Und du bist geschaffen worden, um echte Erfüllung zu haben. Und die Bibel sagt dir halt, diese Erfüllung, die kriegst du nur in Jesus Christus. Ja, aber was ist denn das für ein Maßstab, dass man, ich meine, ich möchte gar nicht auf diesem Maße erfüllt sein. Doch, möchtest du. Du bist dafür ausgelegt worden. Du bist dafür ausgelegt worden, dass du dich so richtig freust, wie ein kleines Kind, was einfach sagt, hey, weißt du was, es ist so ein richtig schöner Tag gewesen. Dass du dich in die Sonne setzt und denkst, oh, diese Sonne ist so richtig gut. Du möchtest nicht so eine halbe Sonnenfinsternis, weißt du, die ganze Zeit leben. Das habe ich ja schon. Ich meine, ich gebe mich mit den kleinsten Dingen zufrieden. Gut, natürlich habe ich auch mal schlechte Tage, aber... Würdest du sagen, dass dein Leben zurzeit Erfüllung ist? Ja, definitiv. Du bist zurzeit richtig erfüllt. Aber Augenblick, dann haben wir das falsch verstanden. Ich meine nicht Zufriedenheit. Was du mir gerade beschreibst, das ist super gut. Das ist Zufriedenheit. Was ich meine, ist Erfüllung. Dass du wirklich sagst, boah, mein Becher, der fließt über. Weißt du, ich bin so froh. Weißt du, ich bin komplett erfüllt. Wenn du das irgendwann, ja, wenn du dich danach strebst, dann wird der Augenblick kommen, weißt du? Dann will ich einfach sagen, nimm vielleicht mal eine Bibel zur Hand, ja? Also so ist es nicht. Okay. Langsam ist es durchgesickert. Ja. Wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich glaube vor 2 Jahren an Weihnachten. Okay. Also ich habe die Bibel auch noch nie ganz gelesen. Das habe ich auch noch nie gepackt. Und momentan gehst du gar nicht in irgendeine Kirche? Nein, leider nicht. Also musste ich auf jeden Fall machen. Und wann willst du es ändern? Sobald ich Zeit finde und Leute die Connection habe, wo ich am besten in den hingehen kann. So. Also ich habe... Wenn ich mal frei habe, dann würde ich gerne hingehen, aber ich arbeite 24/7 gefühlt. Wäre das möglich, die Arbeit ein bisschen zu reduzieren? Bestimmt wäre es möglich, ich muss mit meinem Chef reden. Wenn er mich mal früher gehen lässt. Dein Chef, du meinst damit Gott? Mein Chef von der Arbeit. Wenn er mich früher gehen lässt, kein Thema. Okay, cool. Ja, super, vielen Dank auf jeden Fall. Wirst du drüber nachdenken über das Gespräch? Ja, bestimmt. Das wird sich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen in meinem Kopf halten. Okay, cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Okay. Wirst du über das Gesagte nachdenken? Ja, auf jeden Fall. Wäre das vielleicht eine Idee, wieder mal die Bibel in die Hand zu nehmen? Ja. Okay. Finde ich schon. Ja. Okay, sehr schön. Ja.